Boah, das war wieder verdammt knapp. Den Sprung haben wir überlebt, aber es ist echt, also den Schlüssel immerhin bekommen wir. Aha. Haben wir dafür sonst noch was bekommen? Hat der was fallen lassen? Ich teste mal. Nee, er hat nichts fallen gelassen. Schade. Was ist denn hier? Ist da noch irgendwas? Ich guck mal. Nee, es sieht nicht so aus. Hey, immer diese Verstecke, die dann doch keine Verstecke sind. Aber wir gehen jetzt einfach mal da die Treppe hoch, gucken, was da oben ist. Hm. Oh, oh. Da ist noch so ein Typ, der nach uns schlägt. Die sind wir eigentlich die Liebsten, weil die machen kaum was. Also, beziehungsweise, ja, der verschwindet mal in der Treppe. Aha. So ist brav. Weil die können wir schön erledigen, durch Zurückspringen, durch Bewegung. Die anderen sind schon viel... Alter, ich glaube, ich habe das nie satt, die Musik, ey. Ich finde die so geil. Der auch immer das gemacht hat. Ah, guck mal, wo wir da sind. Cool, einfach nur. So, wie geht's jetzt weiter? Ist wieder hier verweilt. Ist jetzt... Ah, nee, Quatsch. Von da sind wir gekommen. Vielleicht müssen wir wieder die... Springen jetzt einfach mal da dran. Vielleicht müssen wir wieder hier hoch. Wir klettern mal ganz nach oben. Ah ne, da sind wir schon hochgeklettert. Alter, ich liebe die Musik. Der Typ, der das gemacht hat, ne? Das ist einfach ein Träumchen, ist es. Wir sind wieder ganz oben. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt? Hä? Ich habe gerade keine Ahnung. War da was? Nee, da ist auch nichts. Hä? Habe ich was verpasst? Hm. Ich glaube, wir müssen... Kann es sein, dass wir... Ja, ich glaube es schon. Ich glaube, wir müssen nach hinten hin, oder? So, ich speichere mal nochmal ab. Speicherl. Kurz die Musik unterbrechen, weil sie so schön ist. Ne. Alter, aua. Ich glaube, da müssen wir rein. Da hinten in das Fenster. Ich glaube, das ist unser Weg, den wir gehen. Und wieder fängt das Sample von vorne an. So, direkt beim zweiten Mal geschafft. Was ist denn los? Hallo? Was ist denn los mit dir, Junge? Mädel? So. Wenn wir jetzt da... Oh, das sind Glasscherben. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wo müssen wir hin? Das ist die Frage. Habt ihr eine Idee? Hast du eine Idee? Spring mal einfach dahin. So. Können wir noch hoch? Ist da unten irgendwas? Ne, da ist nichts. Ich dachte, vielleicht kann man sich irgendwo da langhangeln. Vielleicht kann man sich da langhangeln. Ich probiere es einfach mal in diese Richtung. Vielleicht kommen wir so an das Fenster. Ich habe keine Ahnung. Oh, das geht. Yes, es funktioniert. Und da sind die Glasscherben, die ich angesprochen habe. Vielleicht können wir durchgehen. Das können wir. Es ist nur die Frage, wohin. Da hinten ist eine Leiter. Da sind Fensterscheiben, die wir zerdeppern können. Ich glaube, wir gehen mal zur Leiter, oder? Kann ja eigentlich nichts passieren. So, dann nehmen wir auch keinen Schaden. Was ist hier? Warte, ich guck mal, was da unten ist. Ich gehe mal vorsichtig an die Kante. Gucke, was runter...
und ist Wasser. Okay. Ne, wir gehen jetzt einfach mal da die Leiter hoch. Das müsste eigentlich viel öfter sein. Also die Musik, ich weiß nicht. Also wenn ich die Musik höre, dann animiert das mich richtig zu moderieren. Und wenn jetzt gerade so leise ist wie jetzt gerade, also wenn man nur die Geräusche von Bar et Lara hört, weiß nicht, dann... Oder sowas. Jedenfalls können wir hier mal den Ornamentschlüssel einsetzen. Dann hemmt mich das irgendwie immer so ein bisschen. So ist eine kleine Barriere drin. Ich weiß auch nicht. Ich finde, wenn die Musik da ist, dann weiß nicht, wie ich mich... Oh, das ist so dunkel. Warte, ich mache mal eine Fackel an. So. Das hemmt mich irgendwie so ein bisschen im Reden. Können wir noch weiter hoch? Was ist hier? Hier ist noch was. Keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung, warum. Wo sind wir denn jetzt? Was? Oh nö. Ist das euer Ernst? Das sieht mir doch so hier so nach Wellblech aus. Und ich wette mit euch, warte, ich speichere mal schnell ab, bevor die Musik wieder losgeht. Dass das so ein hier so ein, dass die kaputt gehen, sobald man drauf springt. Ja. Oder man zeigt dem Zuschauer noch, wie Lara noch sterben kann. Das geht natürlich auch. Sag mal. Wo müssen wir eigentlich hin? Das ist mal die andere Frage. Ich kann jetzt so quer rumspringen. Sag mal. Ich bin manchmal echt so dämlich. Ich nehme mich so blöd an teilweise. So. Oh, das war knapp. Aber ich muss da hinten rechts. Das habe ich gesehen, noch gerade so im Augenwinkel. Müssen wir nur gucken, wie wir da hinkommen. So ist schon mal nicht. Ah, und es geht wieder von vorne los mit dem Gestärbe. Also das ist im Spiel da... Also gut, das waren den anderen auch schon. Soweit ich mich erinnern kann, kann ich hier drauf. Ja, hier kann ich drauf. Alter, oh, das war knapp. Schnell speichern. Was ist denn hier? Haben wir da noch irgendwas, was uns gehört? Uns gehören sollte. Da ist ein Balken. Da probiere ich jetzt aber nichts mal dran rum. Das ist mir zu riskant. Da geht die Fackel aus. Da können wir auf jeden Fall lang. Und da ist bestimmt wieder jemand in den Gängen. Ich weiß es doch. Wir gucken nochmal darüber, ob wir was vergessen haben. Nö. Komm schon. Zeig dich. Ja. Da ist er. Ist er tot? Scheint so. Ist da noch jemand? Oh, oh. Das war nicht so schlau. Scheiße, da kommen wir nicht mehr. Nee, komm. Das laden wir nochmal neu. Wir haben ja gut, also, ich meine, taktisch clever gespeichert vorher, aber dass da noch einer ist mit zwei Hunden, hätte ich nicht gedacht. Jetzt geht die Fackel wieder gleich aus. Gleich lässt sie wieder lustig fallen. Achtung. Da läuft einfach weg, der Typ. So, die Fackel ist aus. Aber ich glaube, die werden erst getriggert, wenn wir runtersteigen. Guck mal, da ist jetzt niemand. Niemand ist zu sehen. So, jetzt pass auf, wenn ich da runterspringe. Schon. Ich hab's gewusst. Einfach nach hinten springen. Und da kommt von hinten der nächste Hund. Gut, das haben wir gepackt. Dafür kriegen wir ein großes Medipack. Das haben wir uns auch verdient. Aha. Aha, ja, aha, das ist natürlich. Aha. Kommen wir. Ich bin gerade da runtergerutscht. Heißt das, wir kommen nicht da hoch? Nö. Ist denn der Typ da hochgekommen? Hä? Warte, ich hol mal nochmal die Waffen raus. Nicht, dass da noch irgendwo auf einer auf uns lauert. Ich will unbedingt da hoch. Der Typ hat noch was für uns. Ach, die Musik. Also die verwirrt. Langsam weiß ich, wie sie tickt, die Musik. Was passiert, wenn ich da drauf gehe? Oh, oh. Da hinten habe ich jedenfalls noch einen gesehen. Ja. Oh, oh. Zwei sogar. Scheiße. Na gut, dass die so doof sind und ab und zu mal ein bisschen davonrennen.
wird einem richtig was geboten für sein Geld. Jetzt laufen sie da hinten hin. Komm, die schnappen wir uns von da oben. Oh, oh, bin gleich tot. Scheiße, die haben echt starke Waffen. Muss ich ihn lassen. So stirbt er nicht. So, jetzt ist Schluss. Jetzt nehmen wir uns ein, was die fallen gelassen haben. Und dann gucken wir mal weiter. Die Schrot. Wir haben noch nie die Schrotmunition verwendet, fällt mir gerade auf. Das könnten wir echt mal tun. Hm. Da oben, der Knecht hat auch noch was fallen... Unsichtbare Wand. Hat auch noch was fallen lassen. Muss wieder außen rumlaufen. Das haben wir schon da. Da oben, den meine ich. So, da klettern wir jetzt einfach mal hoch und gucken, dass wir uns nicht ablegen. Wie kommen wir da runter auf die Ebene? Da. Ohne selbst runterzufallen. Vorsichtig, so. Aha. Das dürften wieder die Automatic Pistols sein, also die Waffen für die Automatic Pistols, meine ich. Es ist exakt die gleiche Musik, wie gesagt, wie im ersten Level von Tomb Raider 1. Hier ist nichts mehr. Hm. Hier gehen wir besser nicht lang, sonst fallen wir runter. Nee, auch nicht. Was ist da hinten? Hier ist nix. Kommen wir vielleicht da hoch. So nicht. Ne, so auch nicht. Vielleicht können wir drauf springen. Ich probiere das mal gerade irgendwie. Da, was ist denn da? Da sieht schon gefährlich aus. Aber mal ganz ehrlich, wer baut denn so eine Okay, das sind Glasscherben, sollen das sein? Also, ich muss euch das erklären, weil ihr könnt das mit Sicherheit auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Ich weiß das auch nur, weil, ja, das ist, naja, das ist mein Geheimnis. Wir versuchen mal nochmal da drauf zu springen. Hält sich nicht fest. Müssen wir mal gucken, wie wir da drauf kommen. Also nochmal, wir bauten so ein Gebäude. Irgendwie, keine Ahnung, der Himmel ist immer schwarz. War schon mal jemand von euch in Venedig? Stimmt das? Ist der Himmel immer schwarz? Ich glaube nicht. Ich glaube mal gelesen zu haben. Was ist denn jetzt? Ach, die Kiste. Ach, die habe ich vergessen. Oh. Nee, oder? Oh, nee. Bitte. Oh. So eine Kacke. Oh, jetzt müssen wir die alle nochmal erschießen. Na gut. Kann der durch die Wand uns treffen? Was ist denn hier los? Wo ist er? Ja, da kommt er. So, den haben wir jetzt. Guck mal, was wir mit den Hunden machen. Ah! Oh, oh! Wieso kommt der da hoch? Wie ist der da? Alter, wieso ist der da hochgekommen? So. Blöden Hundis, die kommen ja aber, glaube ich, nicht hoch. Großes Medipack. Die anderen zwei müssen auch noch da rum, irgendwo rumhängen. Wieso kommt der? Hä? Aha. Ja, ja, ja. Nee, komm, wir wechseln mal die Waffen. Das ist mir doch ein bisschen zu... Komm, wir nehmen mal die. Wir probieren die einfach mal aus. Schauen wir mal. Hä, wo sind die Jungen da, Herren? Da. So. Oh, nee, komm, das ist voll die Waffenverschwendung. So. Jetzt haben sie nichts mehr zu lachen. Das sind wir so noch einsacken. So, ein kleines Medipack, das können wir immer gut gebrauchen. Wir müssen da irgendwie hoch zu der Kiste und dürfen uns natürlich nicht so doof von der Kiste treffen lassen, wie ich es gerade getan habe. Weil, naja, das war ein bisschen amateurhaft. Also, ja, da verschlägt mir sogar die Stimme. Versagt, nicht verschlägt. Versagt mir sogar die Stimme. Ja. Haben wir schon das von einem anderen eingenommen? Mitgenommen, viel mehr. Das von ihm hier. Nee, hä? Hammer. Hat er was fallen lassen? Oh, Kurzzeitgedächtnis. Kann mich gerade nicht dran erinnern, ob wir das fallen gelassen haben. Egal.
Egal, 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 egal. So, jetzt speichern wir ab. Daraus haben wir gelernt. Moment, kurz die Kopfhörer richtig setzen. So, weiter geht's. Nee. Das ist doch komisch. Wie komme ich da hin? Ohne dass mich die Kiste zerstört. Warte, ich probiere mal noch was. Muss doch irgendwie gehen. Nee, von da nicht. Hä? Vielleicht von der Seite? So ungefähr. Nee, da hält sie sich auch nicht fest. Wir müssen auf jeden Fall habe ich jetzt gespeichert. Also wenn uns die Kiste jetzt wieder nimmt. Und damit meine ich ausschließlich. Ja. Ausschließlich unsere Gesundheit. Dann macht das nichts, denn wir haben gespeichert. Aber irgendwie, das ist schon seltsam. Wieso komme ich da jetzt nicht rauf? Oh, ärgerlich. So. Ja, das haben wir geschafft. Jetzt hangeln wir uns einfach mal rüber, dass wir außerhalb der Reichweite der Kiste sind und klettern mal da hoch und gucken, was da ist. Gucken wir mal in den Schlund hinab, in den dunklen. Ah, da ist ein Schalter. Das traue ich mir noch gerade so zu, ohne Fackel. Ich hoffe, ihr seht das auch dann auf dem PC. Was ist denn los mit den Typen? Haben die denn nichts Besseres zu tun, als mir auf die Nerven zu gehen? Vor allen Dingen, wer entsendet die bitte? Ich nehme mal wieder die. Haben wir noch ein paar Schüsse mehr. So, da ist noch einer. Guck mal, wie er steht. Der wartet nur auf uns. Was ist jetzt? Warum stöhnst du so? So, komm. So, der ist schon mal hinüber. Wo ist der andere? Da ist er. Hä? Was ist mit dem? Junge, was los mit dir? Hast du Probleme? Komm her, wir reden drüber. Ach, der springt da jetzt. So, gute Art. Jetzt können wir uns auch da runterfallen lassen, ohne dass was Größeres passiert. So. Was ist mit ihm? Nee, der hat auch nichts mehr für uns. Kommen wir jetzt noch, bitte, lass uns noch da hochkommen. Wenn er irgendwie möchte ich da nochmal kurz rauf. Weil ich glaube, oben da mit der Waffe, der hat noch was fallen lassen für uns. Ja, so geht's natürlich auch. Das wäre natürlich jetzt doof. Da. Ja, nee, das sind. Ah, doch, das sind. Nein, bitte nicht. Ah, doch, so kommen wir noch hoch. Sehr schön. Das haben wir eben. Haben wir das übersehen? Aha. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Kurzzeitgedächtnis. Ole. Den haben wir schon. Wo war. Der andere liegt da. Ja, hat der auch was fallen lassen? Ja, seht ihr, der hat was fallen lassen. Nämlich, oh, Fackeln und Schrot. Wie ich, ja, genau. Habe ich gerade richtig können erkennen. Und jetzt können wir sehr wahrscheinlich, jetzt müssen wir mal gucken, wo das war. Das war, glaube ich, da. Uns runterfallen lassen ins Opernhaus. Ich gehe mal davon aus, dass das Opernhaus ist. Das müsste dann hier so ungefähr sein. Ja. Aber bevor wir das tun, rutschen wir erst runter und guck mal runter, was da ist. Ah, da ist nicht viel. Okay, da können wir uns also reinfallen lassen. So. Schaltgeräte ist schon mal gut. Wir speichern nochmal ab. Wir betätigen mal diesen Schalter. Komm, was soll's. Wir haben ja nichts zu verlieren. Aha. Ich traue der Sache nicht. Ist da jemand? Hallo? Oh nee, oder? Nee, bitte nicht. Ist das etwa das Sample? Sag mir bitte nicht, dass es das ist, was ich gerade denke. Doch, es ist es. Leute, erkennt ihr auch noch dieses Sample? Also Quizfrage, wer dieses Sample erkennt und es in die Kommentare schreibt, der kriegt ein besonderes Geschenk von mir. Welches weiß ich noch nicht, das lasse ich mir einfallen, wenn es jemand errät. Das Sample.
Wer erinnert sich noch dran?